Drittes Spiel für Fürth unter Leitl, zweites Spiel für den Club unter Boris Schommers. Während sich die Spielvereinigung über einen Punkt gegen Heidenheim freuen darf, geht der erste FC Nürnberg wieder leer aus. In einem Spiel, das für wirklich viel Gesprächsbedarf gesorgt hat. Auch wir müssen heute noch drüber sprechen in der OZ Sportkabine und zwar mit Christian Martinia vom ersten FC Nürnberg. Ja, Christian, hallo und schön, dass du da bist. Zwei Tage nach der Niederlage gegen Düsseldorf. Irgendwie das Spiel schon verdaut? Ja, natürlich. Muss man. Ich denke, am Sonntag war es ein schwerer Gang wieder an den Pfalzner Weiher nach der Niederlage. Aber klar, zwei Tage nach dem Spiel jetzt müssen wir wieder unsere Köpfe richten. Und morgen werden wir da anfangen, wieder uns gut vorzubereiten. Ja. Rote Karte nach 4 Minuten für Mateus Pereira. Eine Tätigkeit, die eigentlich einem Profisportler nicht passieren darf. Wie seid ihr in der Mannschaft damit umgegangen? Ich denke, alle Spieler waren nach dem Spiel sehr sauer über diese Aktion, weil es für uns, das haben wir auch klar vorher kommuniziert, dass es ein sehr wichtiges Spiel für uns ist. Dass es dann eben dem Mateus passiert ist, dass seine Hand ausgerutscht ist, ist natürlich sehr ärgerlich für uns. Aber am nächsten Tag haben wir darüber auch gesprochen intern und Mateus hat sich auch vor der gesammelten Mannschaft entschuldigt. Und er ist ein Teil von unserer Mannschaft und wir werden ihn jetzt trotzdem stützen, weil er eben wie gesagt ein Teil von unserer Mannschaft ist und wir ihn auch dann nach der Sperre dann auch wie jeden anderen brauchen. Sehr gut, dass du es ansprichst. Heute kam die Nachricht, 3 Spiele Sperre. Wahrscheinlich auch sehr verdient, muss man leider sagen. In dem Spiel, aber wie ihr euch darauf eingestellt habt, auf einmal geht diese Taktik 4 Minuten später flöten. Wie habt ihr auf dem Platz reagiert? Was geht einem durch den Kopf? Ja, taktisch gesehen gab es natürlich eine klare Vorgabe dann von unserem Trainer. Er hat dann unseren Kapitän zur Seitenlinie beordert und hat dann klare Ansagen gemacht, was es jetzt braucht, um das Spiel eben positiv zu gestalten. Und ich finde, wir haben es dann auch sehr gut gemacht, haben defensiv sehr kompakt gestanden, haben nicht viel zugelassen. Es ist schade, dass wir es in der zweiten Halbzeit nicht ganz so bestätigen konnten. Uns sind gefühlt 5000 Flanken um die Ohren geflogen und da ist es schwer, dann wirklich alle auch so wegzuverteidigen. Und bei 2 Situationen haben wir dann nicht gut ausgesehen. Ja. Es gab das Eigentor und dann das späte 2:1 für Düsseldorf. Spielt da irgendwie gerade alles gegen den Club? Ja, wenn man diese Situation sich betrachtet, ist es natürlich so, dass vor allem ich das Gefühl so habe, dass es eben nur Mannschaften passiert, die eben am Tabellenende stehen. Und es ist schade, dass wir uns für diesen Aufwand einfach nicht belohnt haben. Aber ich habe es eben schon gesagt, bei der Anzahl von Flanken, die eben bei uns in den Strafraum gekommen sind, ist es auch mal das Normalste auf der Welt, dass dann bei einer Aktion zumindest bei dem Eigentor, dass es dann schlecht für uns aussah. Und aber vielmehr ärgert uns das zweite Gegentor, weil das ein ruhender Standard war und das somit unsere größte Stärke in dieser Saison bisher ist. Und da ist es schade, dass wir das da nicht konsequent verteidigt haben. Ja. Das war jetzt die 7. Niederlage in Folge. Ihr habt den Negativrekord leider eingestellt beim Club. Was nimmt man trotzdem Positives aus dem Spiel vielleicht mit, dass man zu 10 trotzdem so eine gute Leistung zeigen konnte am Anfang? Ja, auf jeden Fall. Sie sagen es schon. Es ist so, dass die Mannschaft sehr intakt ist. Man hat auch die letzten Wochen auch immer wieder gesehen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die durchs Feuer geht zusammen. Und es ist klar, dass es dann in der Bundesliga schwer wird, wenn man immer in Unterzahl spielen muss. Auch gegen Hannover ist es ja genau dieselbe Geschichte passiert, dass man frühzeitig mit 10 Mann weiterspielen musste. Aber wie gesagt, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die wirklich intakt ist und die Kabine lebt. Und ich finde, das sieht man trotzdem, trotz unserem Tabellenstand, wirklich wirklich an jedem Wochenende auf dem Platz, dass da wirklich geackert wird. Und das ist auch wichtig in unserer Situation. Ja. Punktetechnisch ist es trotzdem immer schwieriger mittlerweile. Wie gehst du in der Trainingswoche auf den Trainingsplatz? Mit welchem Gefühl? Wie hält man da den Kopf hoch? Ja, ich bin es ja schon ein bisschen von meiner oder von meinen vorherigen Stationen, da habe ich das ja auch schon so kennengelernt, dass es da auch schon schlechte Phasen gab, gerade auf den HSV jetzt anzusprechen. Also ich persönlich weiß schon, wie ich damit umgehen muss und mich dann auch eben unter der Woche eben auch in diese Stimmung zu bringen, wo
ich dann weiß, okay, am Wochenende kann ich zu 100% funktionieren und ich kann damit sehr gut umgehen und das versuche ich dann auch auf meine Mannschaftskameraden dann zu übertragen und ja, wir müssen nur punkten jetzt, das muss dazukommen. Ja. Es gab lange das Rennen natürlich zwischen dir und Fabian Bredlow. Wie gut tut es vielleicht auch einer Mannschaft, dass sie sich sicher sein kann, wer jetzt hinten drin steht und vor allem nach einer Leistung, die zurzeit wirklich überragend ist von dir? Ja, ich bin im Moment sehr gut drauf. Ich finde, seit der Winterpause, seitdem ich wieder im Kasten stehe, sind meine Leistungen relativ stabil. Gibt der Mannschaft den nötigen Rückhalt, aber ich persönlich kann das Ganze wirklich sehr gut einschätzen. Ist so, dass ich, wie gesagt, im Moment gut drauf bin, aber es ist nicht mehr oder nicht weniger. Also mich würde es eher freuen, wenn wir da ein bisschen profitieren würden und auch da die Punkte einholen würden. Aber klar, es freut mich, dass ich der Mannschaft helfen kann. Ja. Schön, dass du gut drauf bist, vor allem nach der Zeit, die jetzt wirklich für viel Trubel auch gesorgt hat beim ersten FC Nürnberg. Jetzt das zweite Spiel unter Boris Schommers. Michael Köllner ist nicht mehr der Cheftrainer. Wie hast du das Ganze erlebt? Ja, wie alle anderen auch. Es waren turbulente Tage, wo man natürlich als Spieler dann auch das alles auch über die Presse dann mehr oder weniger dann auch erfährt. Man hat dann auch täglich dann auch wirklich die Zeitung durchblättert und geschaut, wie es eben aussieht. Und für den Trainer Köllner tut es mir natürlich unendlich leid, weil ich ihn in sehr guter Erinnerung habe. Er hat wirklich tagtäglich den Verein hier gelebt, aber wir haben einfach nicht die nötigen Punkte gesammelt. Und in der Bundesliga ist leider das Geschäft so, dass dann der Trainer dann gehen muss leider. Ich habe wirklich sehr gut mit ihm und sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet. Ja. Und ein wichtiger Impuls jetzt, merkst du eine Veränderung in der Mannschaft? Ja, es ist natürlich so, dass Boris ein Stück weit Freude in unser Training reingebracht hat. Es ist so, dass unter dem negativen Lauf der Spiele, wo wir nicht gewonnen haben, dass wir nicht mehr so mit Freude auf den Trainingsplatz gekommen sind. Und Boris hat da sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir auch wieder Spaß am Training haben. Ich denke, das ist für einen Profisportler sehr wichtig, dass man eben Spaß hat auf dem Trainingsplatz. Und das hat er uns eingetrichtert und das macht Spaß. Ich glaube, im ersten Training gab es das Schubkarrenrennen. Das hat man früher noch im Sportunterricht gemacht. Gibt es das jetzt öfter oder war das eine Ausnahme? Ich weiß nicht, was er sich da noch einfallen lässt. Es war, wie gesagt, eine willkommene Abwechslung, auch mal mit dem Schubkarrenrennen bestraft zu werden nach einem verlorenen Trainingsspiel. Ja, habe auch viele Sachen schon in meiner Karriere erlebt, aber die Schubkarre durfte ich das erste Mal in meinem Leben machen. Ja. Schubkarrenrennen gab es jetzt am Sonntag beim Auslaufen nicht, das konnten wir jedenfalls nicht beobachten. Wir haben aber trotzdem mit dem Trainer, mit Boris Schommers, gesprochen. Ja, der Club verliert leider gegen Düsseldorf. Boris Schommers, das zweite Spiel jetzt als Trainer beim ersten FC Nürnberg. Es war ein Spiel, das viele Themen aufwirft. Wir fangen mal an bei der roten Karte, die es in der vierten Minute gab. Matheus Pereira, haben Sie heute schon mit ihm gesprochen oder nach dem Spiel? Und gab es da deutliche Worte? Also wir haben heute mit ihm gesprochen. Ich habe heute mit ihm gesprochen. Er hat zur Mannschaft gesprochen. Wir haben das intern aufgearbeitet. Zu dem Fall möchte ich einfach nur sagen, dass es eine vollkommen unnötige rote Karte war, die uns natürlich geschwächt hat. Er sich aber dafür bei uns, bei mir, bei der Mannschaft entschuldigt hat. Und dafür ist das Thema für mich erstmal erledigt, weil ich kann es nicht rückgängig machen für gestern. Das ist sehr schade, weil wir hatten eine große Chance. So war die ein bisschen kleiner. Aber wie gesagt, mit den Gesprächen, die wir heute geführt haben, intern mit seiner Entschuldigung an die Mannschaft, ist es erstmal erledigt. Und was als weitere Sanktionen vom Verein kommen, das werden wir sehen. Eine Tätigkeit, die wirklich nicht passieren darf, vor allem nicht als Profisportler in einer Situation, wo es wirklich darum geht, dass man alles gerade gibt, am besten zu 11, nachdem man zuletzt schon zu 10 gegen Hannover zwar eine gute Leistung gezeigt hat, aber sowas darf eigentlich nicht vorkommen. Es sind Menschen, es sind junge Spieler und ich habe es gestern schon mal gesagt, sie darf nicht passieren. Aber ich finde, im gesamten Kontext muss man auch die Situation vorher sehen, wo der Spieler Gieselmann einfach Matheus Pereira am Hinterkopf trifft mit dem Unterarm. Das tut sicherlich auch sehr weh und das ist genau 30 Sekunden vorher. Dann passiert noch das ein oder andere, kleine Wortgefecht zwischen beiden. Du musst dich im Zaum halten, da musst du professionell sein, aber das sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Matheus hat eingesehen, dass er einen großen Fehler gemacht hat gestern und dafür wird er sicherlich seine Spielesperre bekommen, wo ich jetzt sage, das darf ihm nicht passieren und ich hoffe, dass ihm das für seinen weiteren Weg auch nicht mehr passieren wird.
Der Rest des Teams hat danach aber wirklich Vollgas gegeben. Es war sogar die 1:0-Führung dank Eduard Löwen. Waren Sie begeistert von diesem Team, das so zusammengehalten hat und so viel gezeigt hat? Ich war einfach schon positiv angetan nach diesem erneuten Rückschlag. Wir hatten uns viel vorgenommen für Düsseldorf. Wir wollten anknüpfen an Montag, sowohl von der kämpferischen Leistung als eben aber auch mehr Akzente setzen. Und wenn du dann nach 2 Minuten so einen Rückschlag bekommst in der Situation, wo wir stecken, fand ich, hat die Mannschaft schon 10, 15 Minuten gebraucht, um sich wieder zu berappeln. Dann haben sie aber ihren Mut wiedergefunden und sie haben, und das hat mir sehr imponiert, sie haben über das ganze Spiel dann in Unterzahl in einer sehr guten Ordnung verteidigt, die Strukturen nie verloren. Was die Jungs im Moment wirklich physisch reinschmeißen an Leidenschaft, an Kampfwille, ist sehr, sehr positiv. Umso bitterer ist es dann, dass wir für diesen Kampfesgeist uns selber nicht belohnt haben, sage ich letztendlich mit dem Standardtor in der 84. Minute, glaube ich. Und auch noch schade, irgendwie passend zum Spiel gestern, aber das Eigentor von Everton, kommt gerade irgendwie alles zusammen in dieser Situation? Ach ja, das Eigentor, ich habe irgendeine Statistik gesehen, das sind 38 Flanken, die da vors Tor gespielt wurden und die Jungs haben es toll verteidigt. Du kannst nicht immer alles verteidigen. Das Eigentor ärgert mich in keinster Weise, das passiert. Mich ärgert das Standardtor. Mich ärgert das Standardtor, weil das ist ein ruhender Ball, wir können uns ordnen, wir haben eine klare Absprache. Und da sage ich dann auch, da standen dann noch 10 auf dem Platz und da haben es wieder 2, 3 Spieler leider in dem Moment nicht gut gemacht, nicht ihren Job gemacht, weil sonst hätten wir in Düsseldorf einen Punkt mitgenommen. Das heißt, daran wird jetzt gearbeitet, der nächste Gegner Leipzig steht vor der Tür? Es wird an allem gearbeitet und man sieht ja, dass, glaube ich, die Arbeit Früchte trägt, die Mannschaft komplett intakt ist, die Mannschaft will, was immer die Frage ist in der aktuellen Situation. Die wollen richtig nach vorne und sie wollten gestern den nächsten Schritt machen. Der ist leider, wie Sie es gesagt haben, aufgrund der verschiedenen Vorkommnisse hat es nicht funktioniert. Und die nicht drin waren, das ist auch so ein Punkt heute, die waren oder die nicht gespielt haben, haben heute aus meiner Sicht ein sehr gutes Spielersatztraining absolviert. Sie drängen darauf, sich auch mal in den Kader zu bringen. Und dann werden wir ab Dienstag weiter intensiv daran arbeiten, dass wir Richtung Leipzig eine gute Mannschaftsleistung wieder auf den Platz bringen und hoffentlich dann hier zu Hause das eine oder andere mehr vor das gegnerische Tor kommen. Man merkt auch mit Lukas Mühl, den wir vorher schon gesprochen haben, dass so eine Leidenschaft, so eine Lust wieder da ist beim 1. FC Nürnberg, dass man diese Saison noch nicht ganz abgeschenkt hat. Sehen wir das richtig? Also die Saison war noch nie abgeschenkt, aber jetzt ist sie auch nicht abgeschenkt. Und bei allen Ergebnissen, die wir erzielen, gibt die Tabelle eine glückliche Situation in Anführungszeichen. Ja, wir sind Letzter, das ist uns bewusst, aber es sind 3 Punkte. Es sind 3 Punkte und in jedem Spiel gibt es 3 Punkte zu gewinnen und es sind noch mehrere Spiele zu spielen. Von daher haben wir gar nichts abgeschenkt. Ja, für mich ist es immer primär erstmal wichtig, dass die Mannschaft meine Vorstellung auf den Platz bringt. Das hat sie trotz Unterzahl dann oder gerade nach der Unterzahl haben sie es getan. Nichtsdestotrotz ist uns die Tabelle bewusst, wir müssen irgendwann punkten. Ja, und ich glaube, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, wenn wir den Matchplan, der gestern nach 2 Minuten über den Haufen geschmissen wurde, aber den zweiten dann gut umsetzen, dann werden wir auch punkten. Wie punktet man gegen RB Leipzig? Das werden wir detailliert in den nächsten Tagen rausarbeiten. Die Frage gebe ich direkt weiter. Wie schafft man einen Punkt zum Beispiel gegen RB Leipzig mitzunehmen? Puh, ich denke, man hat auch im Dortmund-Spiel gesehen zu Hause, dass wir, wenn wir unsere Leistung auf dem Platz defensiv sehr gut auf den Platz bringen, dass es ziemlich schwer gegen uns werden kann und ich denke, da könnten wir die Ansätze finden. Ich denke, dass Leipzig eine Mannschaft ist, die eine sehr große Qualität hat, ähnlich wie Dortmund und da braucht es auch wieder einen annähernd perfekten Tag wie gegen Dortmund. Ja. Ihr habt das schwerste Restprogramm der letzten 4 Teams, die in der Tabelle stehen. Wie geht man dieses Restprogramm an? Ja, ich finde, man muss einfach auch von Spiel zu Spiel schauen. Ich bin damit in meiner Karriere bisher wirklich sehr gut gefahren, nicht so langfristig zu denken, sondern wirklich nur von Woche zu Woche. Und ich finde, dass wir da eben unsere Ansätze finden müssen. Der Trainer hat es schon gesagt, morgen am Dienstag werden wir uns sehr gut auf Leipzig vorbereiten. Und dann wollen wir am Wochenende da natürlich auch was holen. Worauf kommt es mehr an? Auf das spielerische, taktische oder auf diesen Kampfgeist und den Zusammenhalt in der Mannschaft jetzt im Abstiegskampf? Auf beides. Ich denke, wer uns die letzten Wochen beobachtet hat, wird gesehen haben, dass wir wirklich mit einer 100-prozentigen Leidenschaft auf dem Platz sind. Und es geht im Abstiegskampf nur so, dass man mit Leidenschaft, mit Einsatz, mit Wille eben wirklich versucht,
den Bock umzustoßen. Und ja, im Bundesliga-Geschäft ist es so, dass natürlich das Taktische auch nicht fehlen darf. Und da hat uns ja, Boris jetzt die Spiele sehr gut eingestellt. Und ja, da müssen wir jetzt unsere Ansätze ab morgen finden, wie wir eben Leipzig knacken können. Du kennst den Abstiegskampf, du warst vorher beim Hamburger SV. Welche Fehler darf der Club jetzt nicht machen, die man vielleicht in Hamburg gemacht hat? Ja, das ist schwer zu vergleichen. Beim HSV war es natürlich viel turbulenter. Da gab es ja, in einer Saison 3 Trainerwechsel. Auf der Vorstandsposition wurde viel gewechselt. Also es war ziemlich schwer, dort eben wirklich auch in Ruhe zu arbeiten. Bei uns wurde jetzt eben, ist eben so beschlossen, dass es eben nicht mehr mit dem Trainer Kölner weitergeht. Und jetzt versuchen wir einfach mit Boris ja, wirklich das Unmögliche möglich zu machen, weil ja, ich denke, dass es nicht viele gibt in Deutschland, die noch mit uns rechnen. Und ja, vielleicht liegt da auch die Chance drin. Ja. Darüber müssen wir gleich auf jeden Fall noch weitersprechen. Blicken aber kurz noch mal zur zweiten Liga, zur Spielvereinigung Greuther Fürth nach dem 0:0 gegen Heidenheim. Ja, ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit hat man schon gesehen, dass es ein richtiger Abnutzungskampf war. Viele lange Bälle, viel Kampf um den zweiten Ball, auch wenig Spielfluss. Mit leichten Vorteilen, denke ich, für die Heidenheimer, so ab der 20. Minute. Wir haben in der Halbzeit dann das Ganze analysiert, haben dann in der Halbzeit umgestellt, wollten auch andere Räume und andere Möglichkeiten dann bespielen. Dann denke ich schon, dass wir gerade 20, 25 Minuten klar spielbestimmend waren, auch da einen guten Ball gespielt haben, immer wieder übers Zentrum des 3-gegen-2 dann auch aufgelöst haben und ja, nicht die zwingendsten Chancen gehabt haben, aber doch eine von Kenny Redondo nach einem Kopfball. Man muss aber auch sagen, so wie es Frank schon gesagt hat, ich denke, der Punkt ist absolut gerechtfertigt für beide Mannschaften. Es war ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns und ja, auch Kompliment an die Heidenheimer Mannschaft, eine sehr stabile Mannschaft, tritt mit sehr viel ja, Selbstvertrauen auf. Die haben uns heute alles abverlangt, aber auch Kompliment an meine Mannschaft. Ich denke, wir haben heute wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gegen starken Gegner gezeigt. Danke. Das war's vom Fußballwochenende. Christian, wir müssen mal ein bisschen über dich persönlich sprechen. Du bist jetzt seit Sommer hier beim 1. FC Nürnberg. Vom HSV aus Hamburg nach Franken. Wie groß war der Umstellung? Ja, ziemlich groß. Also ja, Hamburg ist natürlich eine sehr große Stadt. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich habe eine Freundin. Meine Freundin kommt aus Unterfranken, aus Würzburg. Und deswegen hat sie sich natürlich auch sehr gefreut darüber und ja, mir gefällt ja, die Stadt Nürnberg sehr. Die Fans sind hier überragend. Für mich persönlich spielt es auch eine sehr große Rolle, ja, wie die Fans so in einem Verein ticken. Ich bin eher so der leidenschaftliche Typ und deswegen ja, gefällt es mir hier in Nürnberg sehr. Wie tickt denn der Fan des 1. FC Nürnberg? Ja, ich finde, man sieht es ja auch von Woche zu Woche, egal ob zu Hause oder auswärts. Ist einfach immer eine überragende Stimmung und ich habe das auch selten in meiner Karriere erlebt, dass es wirklich ja, zu dem Tabellenstand eben ja, so positiv von den Rängen eben auf uns unten herunterprasselt und es freut mich einfach sehr, hier ein Teil von Nürnberg zu sein. Ja. Wie würdest du den Club als Verein beschreiben in ein paar Worten? Sie haben schon einen Slogan, Liebe, Glaube, Leidenschaft. Ich glaube, das trifft schon auf alles zu. Der Verein, ja, ist sehr emotional, finde ich, wenn man das wirklich auch von Woche zu Woche eben sieht, wie da draußen abgegangen wird. Ja, ist einfach ein unglaubliches Gefühl, auf dem Platz zu stehen für den Club. Welchen Einfluss hatte Hanno Behrens auf die Entscheidung, dass du zum 1. FC Nürnberg gekommen bist? Ihr kennt euch aus der Zeit in Darmstadt noch. Gab es da vorher mal den Kontakt und die Anfrage, wie es hier so ist? Ja, auf jeden Fall. Ich habe Hanno natürlich angesprochen auf den Verein, aber er wusste es komischerweise vorher auch schon. Also ihm wurde es dann auch schon zugetragen und da wurde auch bestimmt schon ausgefragt, was für ein Typ ich bin. Und ja, wir haben beide dann ein bisschen ja, gesprochen und ja, wir haben uns natürlich tierisch darüber gefreut, bald wieder zusammen spielen zu dürfen. Ja. Es gab wahrscheinlich aber noch mehr Faktoren. Wieso hast du dich für den Club entschieden?
Ja, es war einfach so in Hamburg, dass mir dort signalisiert wurde, dass ich eben ja, andere Wege gehen soll. Und ja, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der ja, nach einem Abstieg jetzt einfach abhaut und ja, da auch ja, wirklich da alles sein lässt, sondern mir wurde da eben klar signalisiert, dass ich eben ja, weg soll. Und ja, da kam relativ schnell die Anfrage aus Nürnberg und ja, da hat es nicht lange gebraucht, um ja zu sagen. Ja. Wie ist es hier für den Club dann? Wir wissen nicht genau, wie schaut dein Vertrag aus? Wäre der auch für die zweite Liga gültig bei einem Abstieg? Ja, natürlich wollen wir, dass ihr den noch vermeidet. Wie wäre dann die Entscheidung? Ja, man muss einfach schauen. Ich denke nicht, dass wir absteigen werden, weil wir ja, hoffentlich die nötigen Punkte holen werden, um in der Liga zu bleiben. Aber Fakt ist einfach, dass ich mich sehr wohlfühle in Nürnberg. Ich fühle mich auch sehr heimisch hier, weil mir gefällt das Ganze hier, das ganze Frankenland auch. Und ja, zu gegebener Zeit werden wir dann darüber sprechen. Ja. Mein Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht, nach der sehr, sehr guten Saison mit Darmstadt, wo der Aufstieg dann am Ende feststand, hast du wirklich auch sehr, sehr gut gespielt. Du hast jedes Zweitligaspiel mitgemacht. Da hat wohl auch angeblich Jürgen Klopp angeklopft, stand in einigen Medien. Was sagst du dazu? Keine Ahnung, also das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Ich denke, dass Kloppo mich schon kennt, weil wir beide eben ja, Mainzer Jungs sind, also ich bin ja gebürtiger Mainzer und ja, aber von dem Interesse habe ich jetzt noch nicht gehört. Nee. Wir und der 1. FC Nürnberg wird sich sicher freuen, wenn du noch öfter beim Club im Tor stehst und vielleicht auch noch ein bisschen länger. Wir haben nämlich mal nachgefragt und auch deine Mannschaftskollegen und auch der Trainer ist natürlich sehr begeistert, wie es gerade läuft. Wir hören mal rein. Christian Matenia macht zurzeit einen richtig guten Job, der wurde gestern wieder von vielen Seiten gelobt. Was kriegt er für Worte von Ihnen? Genau die gleichen lobenden Worte wie von allen und von Ihnen auch. Christian macht im Moment einen richtig guten Job, ist ein sehr, sehr guter Rückhalt für uns, hält auch mal die entscheidenden Bälle gerade und von daher macht er wie viele andere auch einen richtig guten Job. Aber er kriegt auch Zusatzlob für seine kontinuierlich gute Leistung jetzt. Jeder weiß, dass er für uns ein wichtiger Rückhalt ist. Jetzt in den letzten Spielen sehr gute Partien gezeigt. Ist, glaube ich, auch wichtig, dass er mal ein paar Bälle raustut, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Das gibt uns auch Halt, vor allem in der Verteidigung. Und von dem her hat er auch gestern ein gutes Spiel gemacht. Was ist er für ein Typ in der Kabine? Wir haben schon oft mitbekommen, dass er auch mal einer ist, der Verantwortung übernimmt und auch das Wort ergreift. Das ist sehr schön zu sehen für mich in dieser neuen Konstellation, dass es einige Spieler gibt, die jetzt einfach ein bisschen lauter in der Kabine werden, dass sie auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Vielleicht auch gerade er sicherlich ein Spieler ist aufgrund seiner guten Leistung. Dann hast du immer noch ein bisschen mehr Respekt deiner Mitspieler. Und für mich ist es einfach schön zu sehen, dass die Mannschaft lebt, dass die Kabine lebt, dass ich mich in manchen Prozessen gar nicht einbringen muss und dass die Jungs es dann selber untereinander regeln. Das sind doch Worte, die man gerne hört, oder? Ja, natürlich. Gerade von meinen Jungs, sei es der Trainer oder von den Mitspielern, ist es natürlich sehr schön, solche Worte zu hören, ja klar. Wie kommt es, dass du, Christian Matenia, dich ein bisschen dazu entwickelt hast, dass du auch mal einer bist, der das Wort ergreift? Wann kam es dazu? Ich denke, man reift einfach mit der Karriere. Es ist so, dass ich schon einiges erlebt habe und ja, ich glaube, die letzten 4 Jahre habe ich mich nur im letzten Drittel der Bundesliga wieder gesehen und ja, da erlebt man natürlich vieles mit und ja, gerade in der Situation, in der wir stecken, ist es wichtig, dass es auch Spieler gibt, die solche Situationen eben auch schon mal miterlebt haben. Und ja, dafür bin ich da, dann auch mal das Wort in der Kabine zu ergreifen, sei es durch persönliche Gespräche oder durch Tipps. Und ja, ich denke, dafür wurde ich auch geholt. Ja. Wie schaffst du es dann mal in dieser Zeit, die auch wirklich anstrengend ist, abzuschalten, mal nicht an Fußball zu denken? Ist das überhaupt möglich? Natürlich, heutzutage ist es natürlich auch so, in Zeiten der sozialen Netzwerke, dass es relativ schwer ist, wirklich mal den ganzen Tag vom Fußball abzuschalten. Ist so, dass ich relativ gut meine Ruhe finde. Ich bin ein Mensch, der relativ gerne rausgeht in die Natur und ja, da findet man mich öfters mal am Wörthersee ein bisschen spazieren und da lasse ich dann auch mal wirklich 2 Stunden mein Handy weg, um dann auch meinen Kopf zur Ruhe zu bringen. Ja. Ist das also auch dein Lieblingsplatz in Nürnberg? Es gibt viele Lieblingsplätze. Also da ich ja aus Mainz komme, ja, ist es so, dass ich sehr gerne in die Altstadt gehe, weil Mainz auch eine sehr schöne Altstadt hat. Und ja, also da bin ich schon sehr oft zu finden. Ja. Apropos Lieblingsplätze, vielleicht haben wir einen neuen auf dem Spind of Fame ab heute. Du darfst dich nämlich noch mal schnell verewigen. Jawohl, sehr gerne. Genau, such dir mal einen Platz am besten aus. Und kannst uns gerne auch erzählen, was es gibt? Eine Unterschrift oder ein ja, Spruch? Genau.
meine Unterschrift. So. Verrätst du uns noch was? Ja, ich habe noch Danke für die Unterstützung dazu geschrieben, ach, weil ich glaube, es auch nicht selbstverständlich ist in unserer Situation, dass ja, auch die Medien positiv ja, auf uns zu sprechen sind. Und, deswegen. Das ist auch mal schön, dass wir auch ein Lob zurückbekommen. Du hast es gerade angesprochen, Mainzer Junge eigentlich. Dann eigentlich mehr Bock auf Karneval als Abstiegskampf gerade? Nein, also mein Kerngeschäft bleibt schon noch der Abstiegskampf. Klar ist es so, dass ich in Mainz geboren bin und man da ja, wirklich seit den frühesten Kindesaltern eben ja, auf Karneval auch getrimmt wird. Und ja, aber es ist so, dass ich dieses Jahr zu Hause bleibe. Ja. Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bleibst und für den Club wirklich so gute Leistungen bringst gegen Leipzig. Was sagst du? Ist irgendwie was möglich bei dem Hammerspiel? Natürlich. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Gegen Dortmund haben wir eine sehr gute Leistung auf den Platz gebracht. Und wir wollen schauen, dass wir das Spiel mit 11 Mann zu Ende bringen und ja, dann auch defensiv wirklich, ja, wirklich alles auf den Platz bringen, um eben Punkte zu holen. Und ich bin da felsenfest davon überzeugt, dass wir da was hier behalten können in Nürnberg. Ja. Christian Mantegna, ich danke dir auf jeden Fall für deinen Besuch. Drück die Daumen, dass du gesund bleibst und dass es mit dem Club jetzt demnächst wieder bergauf geht. Wir sind auf jeden Fall positiv gestimmt und mit so vielen positiven Worten auch freue ich mich, dass wir uns verabschieden dürfen von Ihnen. Das war die OZ-Sportkabine von heute. Machen Sie es gut. Tschüss.